Und das Ganze hilft uns, den Prozess aufzuhängen. Bereit? Okay. Also, es tut ein Schlag und mit einem Mal öffnet sich ein Airbag. Ein schöner, angenehmer, weicher, weißer Airbag. Aus diesem Airbag wächst eine gigantische Lupe. Und da wir als Verkäufer ja neugierig sind von Haus aus, gucken wir durch die Lupe durch und sehen eine große, große Wand. Groß, lang, breit. Weil wir also neugierig sind, gehen wir jetzt an diese Wand ran und untersuchen die mal genauer, rütteln ein bisschen daran rum und siehe da, die lässt sich zur Seite schieben. Und wir schieben die zur Seite, die scheint aus Pappmaché zu sein und finden danach eine Wand und die ist kleiner, aber die ist wesentlich solider und wir versuchen daran zu rütteln und die steht fest und die bewegt sich nicht. Eine Wand hinter der Wand, die davor ist. Als wir genug daran rumgerüttelt haben, wachsen aus dieser Wand Lippen und fangen an, mit uns zu sprechen. Seht ihr noch dabei? Und als die Lippen fertig gesprochen haben, kommt ein Wetterballon aus den Lippen und steigt gen Himmel. Wollen wir alle kurz kontrollieren, dass wir es drauf haben? Es tut einen Schlag und was öffnet sich? Ein Airbag. Ein Airbag. Daraus wächst eine? Lupe. Super. Wir gucken durch und was sehen wir? Große Wand. Eine große Wand. Was machen wir damit? Wegschieben. Wir schieben die zur Seite. Was finden wir dahinter? Was war das denn? Noch eine Wand. Noch eine Wand. Und nee, die ist klein, aber Lippen. Und sehr solide. Ja, erstmal kommt dann auf die kleine Wand. Die ist sehr solide, lässt sich nicht wegschieben. Und aus dieser Wand, als wir festgestellt haben, dass die sich nicht bewegt, wachsen die Lippen. Und reden. Und als die Lippen fertig geredet haben, was passiert? Dann kommt ein Wetterballon. Sehr gut. Aus den Lippen. So, damit habt ihr den Einwandbehandlungsprozess abgespeichert. Der Airbag steht für Puffern. Wann immer ein Einwand kommt, nachdem man da 2 Stunden bearbeitet hat, gehen wir als Verkäufer leicht in den falschen Zustand. Ich kenne das auch. Ich fahre ja zu einem normalen Verkaufsgespräch irgendwie mal mindestens 1 Weg 3 Stunden, der ganze Tag ist futsch. Und wenn mir dann so ein Möbelhändler sagt, jetzt muss ich nochmal schlafen, dann macht das was mit meiner Laune.